Wir sind im Krieg und wir werden gewinnen. Das hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einem Video am Samstagvormittag erklärt. Militante Palästinenser hatten am Samstagmorgen einen überraschenden Großangriff auf Israel gestartet und damit die schwerste Eskalation im Nahostkonflikt seit Jahren ausgelöst. Die Extremisten feuerten am Samstagmorgen vom Gazastreifen aus einen Raketenhagel auf Israel ab. Zugleich drangen palästinensische Kämpfer in mehrere israelische Städte ein. Dort kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit israelischen Sicherheitskräften. Nach Angaben der israelischen Armee wurden rund 2200 Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert. Bei den massiven Angriffen wurden insgesamt Dutzende Menschen getötet. Die genauen Zahlen sind noch unklar. Das israelische Gesundheitsministerium meldete zudem hunderte Verletzte. Auch soll es eine nicht bekannte Zahl von Geiselnahmen durch Hamas-Kämpfer gegeben haben. Dieses Video wurde am Samstag von der Hamas veröffentlicht und soll das belegen. Das israelische Militär reagierte mit Luftangriffen auf den Gazastreifen. Die Lage bleibt vorerst unübersichtlich. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verurteilte die Angriffe aus dem Gazastreifen auf Israel. Gewalt und Raketen gegen Unschuldige müssen sofort aufhören, schrieb sie auf der Plattform X. Israel habe das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen Terror zu verteidigen. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte, wir stehen an Israels Seite. Auch andere westliche Staaten verurteilten den Angriff auf Israel scharf.